Ja, meine lieben Freunde der gepflegten Lastcast Generic Name 2 Unterhaltung und herzlich willkommen hier zur Folge 6. Wir gammeln hier gerade noch in Merak von der letzten Folge. Und zwar habe ich gerade hier so einen richtigen Lauf irgendwie. Ich habe gerade richtig Bock aufzunehmen. Das heißt, dass ich jetzt die nächste Quest machen werde, die wir letztes Mal angenommen haben mit dem Gatekeeper, den wir am Nairat-Tor töten müssen, und danach werden wir auch direkt mal nach Nairat reinschlendern und mal schauen, was es da so für Quests gibt und die dann auch dementsprechend annehmen. Es ist jetzt gerade Dungeon-Zeit, das heißt, wir haben jetzt gerade 15 Uhr. So, jetzt werde ich einfach mal auch gerade speichern. So, Nairat, ich hoffe, der ist der überhaupt da, der Typ. Ja, wollte schon gerade sagen. So. Exakt. Backporten. Weil er macht uns sogar Schaden. Gut, wo müssen wir es abgeben? Wieder bei dem einen Typi. Richtig da oben. Gut, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir da noch eine Quest. Wir haben jetzt hier überschnell hier gelevelt. Muss man ja sagen, solange wir noch die Dingens drin haben. 119. Tag out und Sword to the Great. Ah ja, okay. Das ist, glaube ich, die letzte Quest dann. Müssen wir hier hin, oder? Exakt, ja. Okay, das sind die Quests von dem Office-Server, die es dann hier auch gibt. So, nice. 121. Take the key of Black Secret from the Great Magician Manor. Pass through the Secret Door. Ah, okay. Das heißt, ja, ich weiß, glaube ich, welche Quest das ist. Das ist die, die wir in Nairat dann irgendwo abgeben müssen. Das heißt, wir leveln hier einfach verdammt schnell. Das ist schon mal ziemlich nice. So, da wären wir schon. Und ab durchs Tor. Vladimir. Vladimir? What? Okay. Ist ja mal relativ lustig. Jo, wahrscheinlich, Alter. Talk to Bounty Hunter, irgendwas. Das werden wir hier jetzt auch mal erstmal alles annehmen. Jo, okay. Erstmal alles annehmen. Kill. Ah, okay. Kill Aquaris. Bring back his badge as proof. Okay. Weiß ich gerade nicht genau, welche Quest das ist. So. Habe ich hier noch ein paar Quests. Talk to. Ja, das sind einfach die besten Quests. So könnte ich einfach den ganzen Tag leveln. So Quests, die man dann einfach bekommt und die man da direkt dann auch wieder abgeben kann. Man muss nirgendwo hinlaufen, bleibt einfach da stehen, klickt nochmal drauf und schon hat man XP gemacht. Das ist doch immer chillig. So, hier vorne gibt es dann noch was. So. Schick, 129, durch, einfach mal durch Quests. Und hier ist noch eine. Müssen wir irgendwo hier draußen abgeben, wahrscheinlich. Ja, da oben. Es ist ein Nightfang. Whatever. Gibt es hier vielleicht. Ach, hier ist noch eine Quest. Okay. Ja, wenn es so ist. Ah, okay. Diese Horn of. Das müssen wir. Das war. Ja, die Quest erinnert mich gerade noch. Das ist eine Ding, was wir hier kaufen müssen. Ist das hier nicht? Ach doch, hier. Red Charm. Red Charm Number. Exakt, hier so. Gut, die können wir auch schon mal abgeben. Und dann würde ich sagen, ziehen wir einfach mal los. Ich weiß gerade nicht genau. Ich glaube, das müssen wir hier abgeben, ne? Weil hier, das sind ja diese Dornen, diese Dinger da oder wie auch immer die heißen. Ich weiß es gerade selber nicht mehr genau, wie die heißen. Hier geht's nicht runter. Stimmt, das war ja weiter hier hinten. Hier geht's runter, so. Und dann ging es ja da hoch, wo auch Kamira und so ist. Vielleicht ist die das ja. Die könnten wir auch einfach mal direkt killen, weil die brauchen wir, glaube ich, auch für eine Quest. Nee, Hekate. Keine Ahnung. I don't know. 130 sind wir jetzt schon. Alter, verdammt chillig.
wie schnell das geht. Können wir einfach mal gerade kurz töten. Kann ja nicht schaden. Vielleicht brauchen wir hier wirklich für eine Quest oder so. Ja, exakt brauchen wir wirklich für eine Quest. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Ja, dann einfach mal weiterlatschen. Geht's da hinten zufälligerweise hoch? Nein, zufälligerweise nicht. Okay, dann halt nicht. Schade, dass wir hier nicht ein Geschwindigkeitsding noch reintun können. Da hätten wir wahrscheinlich über viel Speed. Aber okay. What? 23 Tage? Ernsthaft? Ich dachte, da stand doch drauf für eine Stunde, oder nicht? Naja, egal. Dann latschen wir einfach mal hier weiter lang. Dann können wir gleich auch noch die Elefantenquest machen. Vielleicht zum Schluss. Wollte ich eigentlich schon letzte Folge gemacht haben, aber da wollte ich dann nicht auch noch die Elefantenquest. Hä? Achso, ich dachte gerade schon. Machen. Und deshalb werden wir das dann wahrscheinlich gleich machen. So, einfach mal hier schön die Sonne genießen. Das ist nicht schön. Schön Screenshot machen. Für Thumbnail. So, jetzt haben wir hier, alter Schwede. Okay. Ich mache hier einfach nochmal alles auf Crit. Damit wir hier. Oh, hoppla. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Wir sind noch auf dem richtigen Weg. Das heißt, wir können einfach hier langlatschen. So. Einmal weiter auf Crit machen. Leben und Mana haben wir eigentlich relativ genug. Von daher werde ich erstmal alles auf Crit skillen, weil ich auch nicht weiß, wie es hier ist mit Crit-Schmuck und sowas. Ganz ein Zeug. So. So. Also solange wir die Lilie hier noch drin haben, sollten wir es auf jeden Fall auch nutzen. So. Dann speichere ich mir hier direkt mal. Assassin Night. Fang. Das ist richtig geschrieben. Müsste. So, Alter, hier sind auch nochmal 10 Milliarden Quests. Destroyer, ne, die mache ich jetzt nicht. Das mache ich auch nicht. Das nehme ich einfach mal an. Ja, okay, das mal lasse ich jetzt einfach erstmal bleiben. Dort da unten haben wir auch noch eine Quest. Die könnten wir jetzt gleich mal annehmen. Hätte ich eigentlich gerade mal direkt machen können, aber gut. YOLO. Dann halt nicht. So. Dann haben wir hier wieder was Schönes abgeben können. Die geben irgendwie alle so verdammt viel XP, Alter. Shit, Mann. Kill. Ja, okay, das mache ich jetzt nicht. Hier gibt es jetzt wieder Quests, wenn ich es richtig sehe, ja. Take the goods, Blue Charm to the Horn of Domination. Das ist irgendwo oben, meine ich. Das ist irgendwie verbuggt. So, das hier brauchen wir einmal. Das müsste oben links sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber so leveln wir hier einfach verdammt schnell. Das ist irgendwie lustig, auch wenn Kloppen wahrscheinlich interessanter ist. Aber... ey, das ist ja chillig, wir sind ja jetzt schon 134, das heißt, wir können dann nächste Folge direkt nach Moraska rein. Oh ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mache ich nicht jetzt. Das mache ich auch nicht jetzt. Das auch nicht. Und das schon. Ganz einfach, weil die Quest direkt da machen können. So, dann porte ich mich jetzt da zurück in die Stadt, gebe da die Quest ab, nehme da gegebenenfalls eine neue Quest an, porte mich dann wieder hoch und ich glaube, oben links müsste das Horn sein, das wir da abgeben müssen. Gucken wir einfach mal. Eins von beiden. Ja, perfekt. So, hier vielleicht irgendwie neue Quests oder so. Nee, offensichtlich nicht. Das heißt, wir hauen hier erstmal ab. Entweder da oben links oder hier in der Mitte, aber ich bin mir nicht sicher. Ach Gott, das hatte ich auch. Das Problem hatte ich auf dem
Officer war auch, dass ich nicht wusste, welches davon jetzt welches ist. Warte, wie heißt die Quest nochmal? Second Horn. Warte, dann gucke ich mal gerade. Einfach nach Nairat-Karte. Einfach mal googeln. In der Zeit renne ich einfach mal hier wirklich lang. Okay, nein, wir müssen nach oben links. Habe ich mir auch fast gedacht irgendwie. Hä? Ah, hier so. So ist richtig gut. Ah, dann wissen wir es schon mal. So. Dafür ist halt der Deutsche Last Cast Guide verdammt gut geeignet, dass man einfach mal kurz nachgucken kann. Dann wird es auch gleich schon da, wenn ich es richtig sehe. Da oben einfach rechts. Dann kommen jetzt die Frostberserker, genau richtig. Und dann hier einfach lang. Genau, ja, hier war doch diese Mine und sowas, oder nicht? Wir müssen, glaube ich, hier lang. Ja, genau. Genau, so ist's richtig. So, einfach nochmal hier so ein bisschen auf Crit. Aber jetzt immerhin schon 955, geht ja auch eigentlich relativ schnell. So, wo latsche ich lang? Am besten hier unten. Alter, ist ja eigentlich voll übertrieben mit den Quests, dass wir hier jetzt so schnell leveln einfach. Aber gut, was will man tun? Wir machen das ja nicht extra, nicht Spaß machen wir schon, aber trotzdem. Alter, kassiert man hier heftig. Wieder zwei Level ab. So, am besten totstellen. Und backporten. So. Ja, da müssen wir jetzt theoretisch erstmal alles an den Quests haben, ne? Würde ich mal behaupten. Wenn wir vielleicht hier wieder neue Quests bekommen. Ich habe jetzt gerade keinen Bock drauf, die Mobs zu kloppen. Vor allem, weil wir schon ziemlich am Ende der Folge sind. Take the good Black's Charm. Wo kriege ich das denn her? Ach so. Okay. Weil wir das jetzt schon... Ja, gut, dann machen wir das halt jetzt kurz noch. Weil bei dem Händler gibt es ja nur rotes und blaues Charm, teils Bums, Dings, Horn, da wie auch immer. Das heißt, und da hat man das jetzt direkt bekommen. Das heißt, wir gehen einfach direkt dahin. Kriegen dann wieder kurz XP und dann hauen wir einfach wieder ab. Das ist jetzt einmal hier der Weg. Das ist dann da in der Mitte. Gut. Ja, easy. Wie viel kriegen wir dafür? Okay, auch wieder so viel, ungefähr wie eben. Gut. Das ist doch schon mal nice. So, hier bin ich doch richtig, oder? Exakt. So, das schmeiße ich jetzt hier einfach mal raus. Brauche eh kein Mensch. Diese hässlichen Dungeon-Eintrittskarten sind eh der größte Müll. Habe ich noch nie gemacht, diese Dungeon da, die es gibt. Oder doch, früher habe ich die, glaube ich, mal gemacht. Aber ich finde es auch so langweilig, irgendwie diese Dungeon zu machen. Die ist da bei dieser Anja, oder heißt der Teleporter, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Aber doch, könnte theoretisch gut sein. Und da gibt es ja dann diese Dungeon-Quests, wo man diese Eintrittskarten braucht. Und überhaupt, ey, habe ich noch nie gemacht. Früher mal irgendwie, wo ich Level 20 oder so war, hatte ich da mal irgendwie Bock drauf. Aber es ist schon 2 oder 3 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger. So, hier ist, sind wir jetzt in der Nairat-Mitte, wo ich auch mal auf dem Office-Server, wer das Let's Play aktiv verfolgt, weiß, dass ich hier schon mal gekloppt habe. Oder habe ich hier schon mal gekloppt? Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. So, Alter. Junge, die Mobs machen Schaden. So, 139 sind wir jetzt. Da sind wir gleich Level 140. Das machen wir aber dann alles nächste Folge, wenn wir dann auch in Moraska sind. Und jetzt geht's erstmal back. Elefantenquest annehmen bzw. machen. Und dann würde ich sein. Aber hier vielleicht. Jetzt haben wir doch hier wieder was Neues bekommen, ne? Aber das machen wir nicht jetzt. Sondern jetzt gehen wir erstmal wieder nach Juno.
Da sind wir schon. Und dann gehen wir zum... Nee, gar nicht, müssen wir erstmal hier zum Premium Girl. Das habe ich nämlich letztens gesehen. Genau hier. So. Animal Trainer ist hier. Zack. Und da haben wir schon unser kleinen Elefanten. Gut. Jetzt ist die Frage. P2. Nee, das ist das nicht. Ich suche jetzt gerade den Pethändler, wo man die ganzen Sachen kaufen konnte. Find Captain Wilder, das könnten wir eigentlich mal kurz machen. Captain Wilder, okay, dann ist ja schon die irgendwo ein Drahtand, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. So. Was wollte ich jetzt nochmal suchen? Pethändler. Müsste doch hier irgendwo sein, oder nicht? Gucken wir einfach mal hier. Vielleicht Merchant Polly. Okay, das müsste auch sein, oder nicht? Oder ist das jetzt der eine? Wo wir gerade schon waren. Das ist jetzt die Frage. Ah, okay. Ja, genau danach habe ich gesucht. Sehr schön. Alter, was gibt's denn hier für Sachen? Okay. Gut, dann das hier. Gibt halt nur 10. Und das ist hiermit. Okay, davon kaufen wir auch mal 100. Davon ebenfalls 100. Und es ist doch irgendwo noch diese Verbände geben, die mehr geben als diese 10%. Oder ich täusche mich. Dann kaufen wir erstmal hiervon einfach mal nur 50 erstmal. So. Den Gaul brauchen wir eigentlich eh nicht. Aber egal. So, den kann ich rausschmeißen. Dann hier noch gerade... Ach Quatsch, was mache ich denn? Das hier wollte ich so. Was? Ach so. Ja, okay, dann sagt es halt gleich. Goldcoin, 500k Gold, ja okay. Egal, machen wir einfach. 500.000 Gold, yeah, ich freue mich so. Okay, hier kriegen wir diese Reform-Dinger, womit wir diese Siegel ändern können, oder was das war. Auch gut, können wir direkt ins Lager packen. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, hier, okay. Gut, ach so, okay. Hä, warte mal gerade. Wenn ich jetzt... Ach so, ja, okay, dann ist das halt da direkt. Okay, hätte ich mir halt auch denken können, aber okay. Ist jetzt zu spät. Also so, dann einfach hier wieder einlagern. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas, was weg kann ins Lager? So auf Anhieb weiß ich jetzt nichts. Nö. Gut, dann einfach so. Und dann würde ich sagen, das war's mit der 6. Folge. Nächste Folge machen wir dann Level 140 schon. Also es geht echt schnell. Und dann würde ich sagen, wir sind mit der 6. Folge durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Soweit. Durch das Questen, dass wir dadurch jetzt irgendwie wieder fast... Wie viel Level haben wir jetzt gemacht? Puh, wir waren 123, 127. Wieder 10, 12 Level oder so müssen das eigentlich gewesen sein. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und jo, wir sehen uns dann in der 7. Folge, wo wir dann auch mal in Huasca, denke ich mal, sein werden. Und ja, haut da rein, bis dann, wir sehen uns und ciao, Leute.